Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video. Wir spielen wieder PC Creator und ja, wir haben schon zwei Aufträge fertig im letzten Video. Also haben wir fertig gemacht. Ja, und Anerkennung haben wir bekommen und ich weiß nicht, wo man nachlesen kann oder nachgucken kann, wie das aussieht mit der Anerkennung, wie mit der Bekanntheit und so. Naja, ist auch egal. Wir widmen uns wieder unseren Kunden. Und zwar haben wir nämlich in Ende der letzten Folge beim Abschluss des letzten Kunden oder des zweiten Kunden haben wir einen neuen Auftrag bekommen, und zwar den Winston. So, der will unbedingt: Ich brauche einen neuen Computer. Bauen Sie mir einen neuen Computer zusammen, der folgenden Anforderungen erfüllt. So, jetzt merken: Eine SSD muss rein. Motherboard, Chipsatz, Intel H310, also merken, CPU Intel, logisch, weil wenn der Chipsatz Intel H310 ist, dann ist der CPU logischerweise Intel, und Motherboard Socke sollte LGA 1151 V2 sein. Okay, also merken, V2. Ich denke mal, das macht einen Unterschied. Ja, schauen wir mal, was wir da finden. Ich würde sagen, SSD ist schnell gefunden. Dürfte eigentlich überall passen, egal welches SSD. Da steht ja nicht, wie viel Gigabyte die haben muss. Und wir gucken erstmal ein Mainboard. So, 1151 V2. So, einmal den Online-Shop. Dann, ich weiß, Darknet gibt es auch, aber da gibt es halt nur was für Echtgeld oder für Werbung. Irgendwie so habe ich das mitgekriegt. So, was brauchen wir? Was habe ich gesagt? Ein Mainboard, ne? Mainboard? Hier, doch, hier, genau. Wie erkennen wir das jetzt? Ich glaube, warte mal, H irgendwas. Kriegen wir hin, siehst du. Habe ich ja gesagt, sollte man merken. Merken. Jetzt haben wir so viele Mainboards hier. Wir haben beim letzten Mal auch einen ASRock verbaut, ne? Dürfte jetzt, glaube ich, genauso gut funktionieren, glaube ich. Ich hoffe. Nimm mal den. Weil er grün ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich gucke einfach mal ganz spontan. Und was haben wir hier? Steckplatz LGA 1151 V2. So, ist eine ATX, also ein größeres Mainboard als das, was wir vorher hatten. Und DDR4, RAM-Typ, ich denke mal, überall wird DDR4 verbaut. Ich glaube, DDR3 gibt es gar nicht mehr. Ja, gibt es wahrscheinlich schon noch, aber ich glaube, verbaut sich keiner mehr, oder? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Maximale Größe, 64 GB. Also den RAM-Speicher. Und PCIe, Anzahl, 2 MB Leistung, 24 Pin. Also ist der Anschluss, soweit ich weiß, CPU Leistung, 8 Pin. Auch wieder der Anschluss. Chipsatz Intel H370. War das richtig? Nee, ne? Ich weiß gar nicht, was war denn der Chipsatz gewesen, was der wollte. Wir können ja mal kurz rausgehen. Den halten wir uns mal fest. Den H370F. Und, also merken wir uns mal. Gleich wieder vergessen, warte. Wem wollten wir hier? Winston, ne? H310. Okay. Was hatte der, was wir hatten, was wir gefunden hatten? Das war jetzt hier bei Mainboards. Oh, wo ist denn der jetzt? Jetzt ist er ganz hinten. War so ein grünes, ne? Grünes Mainboard. Das ist ein NSI. ASRock. Da ist er. Chipsatz H370. Siehst du, was brauchen wir? H310, ne? Also ist das schon mal falsch, dann passt das ja gar nicht. Passiert auch nicht. Hier wieder so ein schönes grünes. Ist aber ein AM4-Sockel, also passt ja auch schon mal nicht.
Weiß gar nicht, ein bisschen günstiger ist wahrscheinlich. Ich weiß auch gar nicht, jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, was wir dafür kriegen, weil guck mal hier für dieses, ich weiß, ist ein AM4-Sockel, aber 130 kostet. Müssen wir mehr investieren und weniger dafür einnehmen? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal hier, Gigabart. Steht da Gigabart? Tatsache. Okay, das ist auf jeden Fall ein LGA 1151 und was sollte noch wichtig sein? Da, H110. Also ist das schon mal für 75 Dollar? Okay, denke ich mal. 32 GB. Nimm mal den mal. Habe ich jetzt gekauft und wenn es nicht passen sollte, dann müssen wir halt ein neues kaufen. Ja, dann haben wir es halt da. In unserem Lager, sag ich mal. Wir haben den Auftrag aber immer noch nicht angenommen, ne? Das sollten wir mal machen, weil wir kümmern uns jetzt eigentlich nur um diesen Auftrag. So, haben wir mal gemacht. 310. War jetzt der 310? Ich weiß nicht. Ich glaube ja, ne? Oder war es 110? Ich glaube, wir haben Fehler gemacht. Wo kann ich denn mein Inventar abrufen? Ich glaube hier auf die Tasche, ne? Schauen wir noch mal. Oh, scheiße, brauchen ein anderes Mainboard. Jetzt haben wir völlig umsonst Geld ausgegeben. Nein. Nochmal, Online-Shop. Es sollte 310 sein und nicht 110. Also der Chipsatz. Ich nehme mal hier einen ganz günstigen für 39. Nee, es ist ein FM2-Sockel. Gut, ist schon mal falsch. Gigabyte. Ist der besser? Auch nicht. Müssen wir weiter scrollen. Ich glaube, das ist zu alt. Ja, jawohl. 110. Nee, 310 sollten wir, oder? Ja, jetzt komme ich durcheinander. Ich komme jetzt langsam durcheinander hier. Okay. Also, er will haben. 310 will er haben. Und 110 ist falsch. Gut. Dann. Nochmal 310. Merken bitte. Einfach mal kurz rumgescrollt. Wir gucken mal, ob der das, ja, und 270. Nein. Ein Stück zurück. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. H110. Auch falsch. Wir brauchen H310. Meine Güte, ey, kann das denn so schwierig sein? Weiter geht's. Jawohl, Hammer. LGA sollte V2 sein? Ich weiß nicht genau. Ich glaube ja, ne? Dann ist das unser Mainboard, glaube ich. ATX, DDR4 muss rauf. Also, es geht auch darum, dass wir Arbeitsspeicher kaufen und eine Festplatte kaufen. Was nu? Ist er weg? Ne, jetzt, da ist er wieder. Und 120 kostet der. Ich glaube, der ist ziemlich teuer. Zweck Gaming. Soll wohl ein Gaming-Rechner sein. So, den haben wir jetzt. Mainboard ist richtig. Nein, Vincent wartet. So. Chipsatz. A310, okay. CPU, Intel oder Intel in dem Falle. LGA. Ja, V2 wartet, ne? Genau. Gut. CPU ist ein Intel. Intel, sorry. Kann man sich leicht vertun. Wir brauchen einen Prozessor. Also, nochmal in den Online-Shop. Dann kaufen wir kein RMD, sondern ein Intel. Ist es egal welcher? Hauptsache, er passt drauf, oder? Das sind alles RMD. Warum steht da RMD? Ist auch egal. G. Hier, das habe ich gemeint mit der Grafikeinheit auf dem Prozessor. Wenn da G4, also G davor steht, dann müsste das, glaube ich, mit einer Grafikeinheit sein. Auf dem Prozessor, meine ich, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, wir nehmen mal so einen und dann probieren wir das mal aus ohne Grafikkarte. So investieren wir nicht so viel Geld. Und 4.400 oder
i3 8000, also wie war das? Achte Generation, glaube ich, ist das, ne? Bloß nicht so viel Geld ausgeben. Ich weiß, wir haben eigentlich genug. Das ist das egal. Wir nehmen mal ein i3. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob der. Ja, da haben wir es. I-GPU, also. Ich denke mal, das ist eine interne GPU. Ist verbaut, Grafik. Also ist eine interne UHD-Grafik, okay. Auf dem Prozessor. Anzahl der Kerne 4, Anzahl der Threads 4, Steckplatz, egal. V2, okay, passt auch. Gut, alles klar. Ach so, guck mal, es ist 65 Watt. Da müssen wir auch noch mal gucken, wie viel. Ich glaube aber 400 Watt dürfte ausreichen, oder? Wir nehmen mal 185. Alter, wieder wie richtig viel Schotter ausgegeben. Nur für einen einzigen Kunden. So. Mainboard haben wir. Einen Prozessor haben wir auch. Hier haben wir jetzt RAM-Bänke. Also, nee, RAM-Bänke nicht. Steck. Wie heißen die? Riegel. Riegel heißen die, genau. Das ist egal, was wir nehmen. Guck mal, jetzt hat er uns hier nach ganz rechts gescrollt. Gleich zum Start. Die sind bestimmt am teuersten. Ich glaube, 64 war auch das Maximale, was ging. Wir nehmen mal 2, 4 GB. Obwohl, DDR4 müssen wir auch drauf achten. Worauf man alles achten muss, oder? Hier haben wir DDR4-Riegel. Dann haben wir hier einmal 16 GB. Nein, ich würde gerne 2x4 nehmen. Hier haben wir DDR3 wieder. Bloß nicht vergreifen. Ich habe mich vergriffen. An wem denn? Nein. Dann haben wir hier, oh, 4 GB und DDR4. Ich denke mal, die sind okay. DDR4, 4 GB. Nehmen wir zweimal. Zack, 2. Ich denke mal, wird schon alles seine Richtigkeit haben. Okay, 2133 MHz Takto. Keine Ahnung, ob das so gut ist. Ich weiß nicht, irgendwoher weiß ich, dass eine 3000 MHz Taktung okay ist für Gaming-Rechner. So, haben wir jetzt 2 Stück von gekauft. Grafik haben wir gesagt, nein. Hier hauen wir keine HDD rein, sondern SSD. 120. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die Größe ist. Nimm mal einfach eine. Guck mal hier. Terabyte. Na klar. Oh nee, die ist ganz schön teuer, oder? Ach komm, gönnen wir ihn. Unser Stammkunde. So, was haben wir hier noch? Jetzt haben wir hier, ich dachte, 500 reicht, glaube ich. Ist es egal? Ja, ich denke mal, 500 reicht. Nehme ich einfach hier irgendein. Der kostet 70. 500 Watt. 4 plus 4 Pin. CPU-Leistung. Ich glaube, wir haben sogar 4 Pin CPU, oder? War das 4? Nimm einfach mal. Kann ja nicht verkehrt sein. Und eine Luftkühlung. Luft, nicht Wasser. So, irgendein. Scheißegal. Ich denke mal, da gibt es nicht so speziell. Oder doch, keine Ahnung, sonst wird er mir nicht die Werbung voll einblenden. Wir müssen nochmal in den Online-Shop, der hat uns gerade rausgeschmissen. Ist egal welche, oder? Ach nee, ich glaube, da müssen wir auch drauf achten, auf welchen Sockel der passt, oder? Für welche CPU welcher Kühler ist. Ist doch CPU-Kühler, ne? Kühlertyp, Boxkühler. Anschlüsse, AM3. Siehst du, schon mal falsch. Mit dem können wir nichts anfangen. Wir haben nämlich Intol CPU. Auch wieder nicht. AM3, AM4. Ach da, haben wir doch. Mensch, da stand doch auch LGA 1151. Also passt und V2 auch. Also passt der zum Beispiel bei uns. Nimm wir den? Ja, nimm mal. Haben wir noch. Wärmeleitpaste haben wir eigentlich noch. Ich glaube, die dürfte so schnell sich nicht aufbrauchen. Ein Betriebssystem haben wir auch nicht mehr. Guck mal, hier können sogar
GTA 5 hier kaufen, Fortnite, CSGO, Minecraft, PUBG, Witcher, Dota 2, Valorant. Okay, nice. Was es nicht alles gibt. Und jetzt noch ein Gehäuse, ein schönes. Ein schönes, preiswertes Gehäuse. Was haben wir? ATX. Also müssen wir darauf achten, dass Formfaktoren eATX, ne, also ganz groß. ATX ist so Standard, normal. Micro-ATX und Mini-ATX. Also passt da eigentlich alles rein. Weil es halt ein schönes, großes Gehäuse ist. Können wir aber nicht kaufen, nur zum Glücksrad. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Will ich jetzt auch nicht austesten, sonst wären wir wieder wahrscheinlich mit Werbung zugehäuft. Wir nehmen uns den. Ganz random einfach mal irgendeinen ausgewählt. ATX. Gut. Reicht. Passt. Netzteil ist nicht drinne. Nimmer. 54. Wieder richtig viel Geld ausgegeben. Nur für einen einzigen Kunden. Sehr schön. Ich denke mal, jetzt haben wir alles. Jetzt müssten wir eigentlich den PC zusammenbauen können. Für den Kunden. Wir können mal auschecken. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Nee, der wartet nicht. Vincent wartet, ne? Jetzt zeig mir wieder. Oh mein Gott, was haben wir jetzt falsch gemacht? Eine SSD haben wir gekauft. Gut. Mainboard passt auch. Haben wir ja kontrolliert und zwar 5-mal. Wenn nicht sogar 20-mal. CPU ist Intel. Also passt das alles. Sehr schön. Bauen wir die ganze Scheiße zusammen und dann verkaufen wir die ganze Sache. Okay, neuen PC erstellen. Sehr schön. Hier Gehäuse haben wir gerade eben gekauft. Da passt nämlich dieses Mainboard rein. Und zwar, ich glaube, das war das obere, ne? Nee, war halt nicht. Das war das untere. Das teurere, logischerweise, ne? Zweck Gaming. Wählen wir das mal aus. Ausgewählt. Sehr schön. Weiter. Jetzt haben wir hier den Prozessor. Der passt natürlich auf unser Mainboard. Guck. Kupferpaste. Nee, heißt doch so, ne? Ist das nicht Wärmeleitpaste? Diese Kupferpaste? Weiß nicht, ob es Kupferpaste ist. Ist ja auch egal. Nehmen wir. So, schön raufgeschmattert. Weiter. Dann haben wir 2x4 GB. DDR4 wartet nämlich. So, beide ausgewählt. Weiter. Haben wir nicht, weil wir hoffen, dass die Grafik nämlich von der CPU ausgeht. Dann haben wir... Nee, die nicht. Wollte gerade sagen. Was denn du? Aber jetzt hier, die haben wir. Alles klar. Soll ja eine SSD sein. Hat er, glaube ich, selber auch gesagt. Eine 1 TB. Ist schon ganz nice. Hier haben wir den. Der müsste das packen. Hoffe ich. Weiß gar nicht, wo man das nachlesen kann. Aber es gibt, glaube ich, eine Internetseite, wo man sich das ausrechnen lassen kann. Wie viel Watt Leistung brauchst du vom, ja, für alle deine Hardware, die du verbaust. Glaubst du, was kann man sich ausrechnen lassen? So, wählen wir auf. Müsste passen. Weiter. Gehäuse. Machen wir grün. Grün ist schön. So, weiter. Da haben wir unseren PC fertig. Hallo. Gut. Sollen wir da noch installieren? Nee, eigentlich nicht. Könnten wir ja auch noch machen. Er braucht das aber nicht. Er will nur den PC haben, ne? Ja, nur den PC. Gut, dann gucken wir mal, ob wir alles richtig gemacht haben. Jawohl! Und Alter, wir kriegen sogar 1000 von dem, ne? Für diesen PC kriegen wir 1008 Dollar. Eigentlich gut, oder? Ablehnen? Okay, nee, wir wollen nicht ablehnen. Wir überprüfen die ganze Sache mal. Richtig, haben wir geschafft. Jawohl, sehr schön. So, gut. Und damit beende ich das Video. Hat ganz schön lange gedauert. Aber wir haben einen Kunden glücklich gemacht und wir haben 1000 Dollar bekommen für diesen einen Auftrag. Ich denke mal, hat sich gelohnt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir ausgegeben haben. Aber ich glaube, das war mehr als das, was wir investiert haben, oder? Ist ja auch egal. Hauptsache, wir verstehen das Spiel einigermaßen. Und haben Spaß dabei. Gut, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Und neuer Kunde. Alles klar, schauen wir mal, wer das ist. Ciao.